In diesem Jahr jähren sich die Terroranschläge des 11. September 2001 zum 13. Mal. Bei den Anschlägen in New York und Washington starben mehr als 3000 Menschen. Zwei Verkehrsflugzeuge wurden von den Tätern in die Türme des World Trade Centers in New York gelenkt. Eine weitere Maschine in das US-Verteidigungsministerium Pentagon. Ein viertes, von den Terroristen entführtes Flugzeug stürzte auf einen Acker in Pennsylvania. Vor 13 Jahren waren fast alle TV-Sender live dabei, als die Türme des World Trade Centers einstürzten. Die wohl eindringlichste Moderation lieferte in Deutschland Peter Klöppel. Ich habe das auch nur gesehen, habe versucht zu verstehen, was passiert sein könnte. Habe als nächstes meine Frau angerufen und habe gesagt, Carol, mach das Fernsehen an, guck dir das an. Da ist irgendetwas Furchtbares geschehen. Und wir haben dann sofort hier innerhalb von wenigen Sekunden eigentlich entschieden, dass wir versuchen, eine Sondersendung sofort zu machen. Als erster deutscher Fernsehsender unterbricht RTL an diesem Tag das laufende Programm. Verehrte Zuschauer, guten Tag. Wir unterbrechen an dieser Stelle die Sendung Der Schwächste fliegt für eine wichtige Nachricht, die uns im Moment hier aus New York erreicht. Offensichtlich hat sich ein Anschlag auf das World Trade Center ereignet in New York, in Manhattan. Sie wissen, das größte Gebäude in Manhattan. Weit über 7 Stunden moderierte Peter Klöppel an diesem Tag fast nonstop aus dem Kölner Nachrichtenstudio, kommentierte die Bilder aus den USA und ordnete die Meldungen für die Zuschauer ein. Die Anschläge haben einen Bereich getroffen, etwa in Höhe der 80. Etage des World Trade Centers. Das World Trade Center hat etwa 110 Stockwerke. Beide sind natürlich um diese Uhrzeit, es ist jetzt kurz nach 9 in New York, beide sind natürlich schon stark besetzt mit Büroverkehr. Peter Klöppel, der jahrelang in Amerika lebte, bot den Zuschauern kenntnisreich Hintergrundinformationen zum Ort der Anschläge. Er schaffte es, den Zuschauern durch sein Wissen, das Schicksal der Menschen, die in den Türmen eingeschlossen waren, zu den New Yorkern, die an diesem Tag in den Türmen arbeiteten, näher zu bringen. Der vordere Turm befindet sich oben in etwa der Höhe der 110. Etage, die große Aussichtsplattform, auf der Touristen ja immer wieder den Blick über Manhattan und über New York genießen können. In dem anderen Turm ist oben ein großes Restaurant, Windows on the World. Im Moment ist dieses Restaurant natürlich geschlossen, es wird erst mittags geöffnet. Aber wie gesagt, es ist Bürozeit in New York und um diese Uhrzeit sind die meisten Amerikaner schon bei der Arbeit. Gerade dort unten im Financial District, also im Bereich von Manhattan, wo die Wall Street Börse ist und wo auch andere große Finanzinstitutionen ihren Sitz haben. Es sind Bilder, die wir in dieser Schrecklichkeit, in dieser Tragweite noch nie von einem Anschlag zu sehen bekommen haben. Es ist jetzt, wie gesagt, etwa kurz nach 9 Uhr vormittags. Journalistisch, unheroisch, menschlich. So lautete die Begründung der Jury, die Peter Klöppel und Regisseur Volker Beiker 2002 den Grimme-Preis für die RTL-Sondersendung Terror gegen Amerika verlieh.